Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 2, Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung. Ja, man hört es, Tiger hat im letzten Part einen legendären Feuerball gefunden. Feuerball, Junge! Kann es vielleicht sein, dass du dadurch ein bisschen Schaden einsteckst, weil du vorhin hattest du keinen Schaden? Ich hab gerade vor unsere Füße geworfen. Ach so, darum, ah. Ja. So, da wollen wir mal nachgucken. So, hier, Tür öffnen. Kann ich auch heilen. Heilen. Ach, zum Glück kannst du dich hier mit diesem Stein heilen. Willst du durchlaufen oder? Warte mal! Oh ne. Okay, ich warte hier, alles gut. Oh, so viel Schaden machen wir jetzt. Ja, Junge, Alte, das ist Kaffee, echt jetzt. Das ist ja nur ein Granatmod, das ist ja jetzt keine Hauptwaffe, darf man nicht vergessen. Wir laufen einfach durch hier. Rushen! Wir rushen einfach durch. Ja! Tot! Aua, hast du mich da erwischt? Stoppskelett! Hey! Mann! Ich helf dir, warte mal. Da bist du. Okay, lebst du, sehr gut. Ich hasse diese komischen Tatzauber. Oh, schon mal. Weißt du, was es oben gibt? Wenn wir im Drachenkorn sind, kannst du doch deine blauen Sachen opfern für diesen Altar. Nachdenken, wirklich? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Da gibt es oben ein Altar, kurz bevor du zu Handsome Jack da kommst, ja. Den Hexer. Links an der Klippe ist doch so ein Brunnen und da steht so ein Altar mit einem Skelett drauf. Schauen wir uns das mal genauer an, ich weiß gerade gar nicht. Hi! Tot! Da geht es jedenfalls nicht lang. Da lang, okay. Faust ist an der Truhe vorbeigelaufen. Warte, was interessant ist drinne? Yep. Nicht wirklich. Wieso bremst du? Keine Ahnung, warum? Danke. Vater, ich heile dich mal. Ich frage mich gerade selber, warum ich gebrannt habe. Ah, diese fliegenden Dings. Totenköpfe, stirbt! Erstmal Atomschlag, ne? Das sind die Probleme. Mein Dank ist dir gewiss. Atomschlag! Also ich bin gerade wieder so auf den Trip hier Fallout 4 mal zu spielen. Hab mir mal so zwei Mods runtergeladen oder drei. Da kannst du aber allerdings, wenn du die verwendest, nicht auf Platin-Suche gehen, ne? Hat der jetzt nichts mit Grafik oder so zu tun? Nein, ich meine jetzt eigentlich gerade, was Trophäen angeht. Also. Ja. Weil du möchtest auch ein paar Trophäen haben, nicht wahr? Also von Fallout 4 habe ich schon Platin, ne? Also ich könnte jetzt auch wieder mit Mods spielen. Ja, ich bin jetzt nicht so der... Sagen wir mal, Trophäenjäger bist du jetzt nicht so, ne? Nee. Wenn ich mal irgendwann Langeweile hab, dann versuche ich es mal, ja. Wo wir wieder beim Thema sind, was Trophäen angeht und was Online-Modus angeht. Denn ich bin nämlich mehr so der Fan von Spielen, wo man auch die Platin-Trophäe bekommen kann, wenn man die im Offline-Modus schaffen kann, weil... Online, das finde ich einfach ziemlich kacke, weil da gibt es zum Beispiel diesen einen Call of Duty Teil, da musst du ja, um Platin zu bekommen, eine Trophäe haben, wofür du halt im Online-Modus in den Top 10 sein musst, was Rangliste angeht. Ja, von der Welt jetzt, ja. Nein, ich meine vom Online-Modus von, ja, von weltweit meine ich jetzt, na klar. Ich weiß nicht, war das vielleicht sogar Advanced Warfare? Weiß ich gerade gar nicht. Es gibt so viele, wo du, glaube ich, unter den Top 10 sein musst. Das war das. Weil das finde ich wiederum ziemlich kacke, weil... Ja. Mit Wanted Wolf war das mit dem Jackpot, so? Und mit den Exoskeletten da. Nachdenken, ne? Ja doch, das war das. Das war dieses Zukunftsscheiß mit dem Dings. Oh, was fein. Da ist er, guck mal. Tina, hör auf damit! Ich vermisse Roland am meisten, aber du kannst nicht ewig leugnen, dass ich mich so gut bin. Plötzlich unterbricht dich ein Schmerzensschrei in der Ferne! Warte, ich brauche erstmal noch hier Munition. Befreit mich! Was war das für ein Scherz? Seid ihr hier richtig? Na, heute habe ich so zwei, drei Runden hier. Gestern Abend habe ich noch so mal hier Feuergefecht gespielt im Sniper, im Warzone. Hatte ich so zweimal so zwei, drei
Runden voll die geilen Dudes gehabt, Alter. Hab mich so halbwegs mit Englisch verstanden, aber. Ja, das ist gut, hauptsache man hat Spaß dabei, ne? Na gut. Ja, also, guck mal. Ich hab gelacht. Heute auch einen Dude gehabt, der hat immer so mit mir Daumen hoch gemacht und so. Wir haben so uns angeguckt, Daumen hoch und dann ging's los. Geil. Na gut, ich rede mit dir. Jetzt kommt sie. Put some clothes on. How many times have I told you not to walk around naked? Befreit mich, dann zeige ich euch den Weg zum Bergfried meines Vaters. Klar, wieso nicht? Befreien wir sie. Ihr seid frei. Endlich, ich bin frei und kann mich an der ganzen Welt rächen. Oh oh. Und mit euch fange ich an. Oh mein Gott. Ich klopf sie lieber. Ach du blöde Kühe, mein Tisch ist Atomschlag. Ach ja, hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Hä, wo ist der Atomschlag hin? Jetzt Atomschlag! Hä, die ist das so zink gegen das Gift? Hä, warum kann ich mal Atomschlag? Jetzt Atomschlag, sehr gut. Jetzt, wo sie das Schild hat, natürlich. Die ist resistent gegen mein Gift? Sauerei. Tot, tot, tot. Nimm das hier, blöden Spinnen. Ich werde niemals frei. Ihr kommt nicht vorbei. Komm runter, du blödes Ding. Moment, Atomschlag. Feuerball, Junge. Granate wird geworfen. Blitzschlag. Obwohl sie den Feuerbogen braucht. Ah, Hilfe, ich hab Sperma auf dem Bildschirm, Hilfe. Blöde Spinne, weil ich habe es nicht noch. Warte, den kriege ich, danke. Hallo. Ich glaube, das war doch gut, Maya zu nehmen. Als Heilerin, ja, super. Und tolle Wahl. Ich mach Heilen und Damage. Ray! Hat mich gefickt! Ray! Hat mich gefickt! Ray hat mich gefickt! Och, sag mal! Ich lebe! Atomschlag! Ah, nee, nicht bereit, schade. Gleich kann ich Atomschlag! So ein großer Feuerball, Junge! Rauf da! Rauf auf die Milf! Taka, 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 taka! Nee, für eine Milf ist sie viel zu jung. Was macht's? Tot, tot, tot! Gut gemacht! Ja! Kommt einfach rauf, aber diesmal wirklich. Ich gebe den Aufzug frei. Sagen. Mussten wir die Tochter des Hexers wirklich auf diese Art umbringen? Mach, könnt ihr! Sie war vielleicht gar nicht so böse, wie man meinen konnte. Elementarschaden ist ja so meins. Was? Nee, die Tochter des Hexers ist die schlimmste von allen. Jetzt darfst du mal würfeln. Ohne sie wäre alles prima gelaufen. Sicher, mal gucken, was ich kriege. Hoffe über 20. Komm. 20! Ha! Trophäe erhalten! 20! Wahrscheinlich. Das ist die wahrste Wahrheit. Eine Herausforderung gemeistert. Oh, warte mal. Ich kann dir einen abgeben. Warte mal. Mal gucken. Ich vergleiche die Dinger mal kurz mit meinem Inventar. Ey, warte mal. Heute schon wieder. Jetzt schon wieder. Ich sag über 20 und du kriegst die 20. Ja. Wir haben heute übelst Glück. Ich glaube, ich habe mir gerade echt ein Ei eingeklemmt. Scheiße, Junge. Ich bin noch beim Vergleichen. Doch. Warte mal. Ich nehme die. Also, die sind beide sehr gut. Also war es schon eine schwierige Entscheidung, muss ich zugeben. Kein Problem. Das ist der Daumen schon bestimmt wieder hier. Ihr habt den Turm erreicht. Jetzt kann ich von meinem Balkon aus zuschauen, wie zum Glück merke ich das, ja. Einzelne blutende Teilchen zerrissen werden. Oh mein Gott. Verdammt, Tina. Das war aber ganz schön explizit. Ich muss sagen, ich hab jetzt schon... Der Handsome Tower. Beeilt euch lieber, bevor meine Männer in die Zelle eurer kostbaren Königin eindringen und sie ermorden. Seid ihr dabei, hier richtig? Licht in die Welt zurückzubringen, wenn eure Retterin so ein Aschehäufchen ist, ihr Dämon. Hey. Du wirst die Königin doch nicht töten, bevor wir die Chance haben, sie zu retten, oder, Tina? Vergessen. Ich sagte ja, keine Regeln. Nein! Ja. Doch, und was hast du gedroppt? Ja, zeig mal. Okay. Ja. Auch wieder irgendwas mit Blitz. Nee, war ein Feuerball. So wieder. Das war der Feuerball, Junge. Also, wenn wir was nächstes Legendäres bekommen, kannst du mein Granatenmotor haben. Dann tausche ich.
Danke. Das war nicht Wenn so du Lust schwer. Hast, Interesse hast. Das würde ich nicht nein sagen. Ich will lieber mit Waffen spielen, die legendär sind. Sag mal, nimm das. Oh, ich bin Level up. Blödes Skelett. Ja, sag mal. Danke. Soll ich dich noch heilen? Warte. Bin auf. Okay, ich bin hier. Ja, schieß ruhig, danke. Warte mal, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen zu viel im Inventar drin, ne? Was kann ich denn rauswerfen? Jetzt brauche ich ja eh nicht. Okay. Komm, weg damit. Brauche ich mal auch weg. Wer hat mich da gerade angegriffen? Du da, komm her. Ja, das weiß ich nicht. Ich meine den Drachen. Atomschlag. Badass Feuermagier. Vielleicht droppt er wieder so einen legendären Mod. Den kriege ich. Reloading und drauf da. Tot. Hat es gedroppt. Sieht nicht so aus. Ja, hier kommt gleich der... Oh, da ist noch einer. Badass Feuermagier. Du wirst das doch bestimmt droppen, oder? Droppst du das? Ja, bestimmt. Geht doch nicht richtig geilen Kill. Ja. Kurzes Update. Mir war langweilig, also habe ich den Männern befohlen, die Königin doch zu töten. Wahrscheinlich spielen sie gerade mit ihrem Kopf Fußball. Bis bald. Verdammt, nein, wir haben noch diese komischen Verzauberten, die sind ja richtig. Atom. Ach nee, warte. Ich wollte gerade Atomschlag gesagt. Also hier ist der Altar. Zeig mal, was Zeugnis. Ah ja. Probier den gleich mal aus, wenn hier ein bisschen Ruhe ist. Den hast du auch noch nicht so gehabt, oder? Nee, okay, er ist resistent gegen Elektro, das bedeutet. Ja, gleich! Tot! Das war jetzt nur ein kurzes Nervenbluten. Das wird auch immer kurz, wenn es dann auftaucht, ne? Ich hatte es mal gehabt, da ging es eine halbe Stunde. Warte. Ja. Scheiß Ding. So, ich leg mal eine Waffe drauf. Warte. Großer Gott. Oh, warte. Du willst mir da einfach nur auf den Altar drauf werfen? Warte, nee, und dann gleich diesen Schalter mal benutzen. Benutzt du den gleich mal? So. Ja. Benutzt mal den Schalter da. Hab ich. Legt eure mageren Opfergaben auf dem Altar nieder und ihr möget vielleicht belohnt werden. Tada! Nee, kann ich noch nicht. Okay. Ja, da hau ich auch noch mal gleich was drauf. Mal gucken. Ja, komm, drauf da. Ihr verdient nichts Besseres als dieses Almosen. Dieses Almosen. Geld nimmt man auch gerne. Ich bin dran. Okay, mach. Ich gewähre euch eine Explosion. Das war nicht nett. Hä? Was ist denn explodiert? Keine Ahnung. Ich werfe mal was Lilafarbenes drauf, mal gucken. Zu weit. Mist. Nochmal einsammeln und jetzt mal drauf werfen. Okay. Ich will mal gucken, was passiert, was Lilafarbenes drauf wirft. Ihr verdient nichts Besseres als dieses Album. Ja, Mann! Oh, neue Waffen. Hat sich ja doch nicht gelohnt. Na, man könnte ja meinen, dass da was Anständiges dabei rauskommt. Ist aber nicht so. Schade. Ich hab da mal eine legendäre Waffe draus bekommen. Eure Belohnung sind diese Vollhorns. Ah, Gegner. Ja, sehr gut. Eure Belohnung sind diese Vollhorns. So, einmal mach ich's noch. Ihr verdient nichts Besseres als dieses Almosen. Ach, das ist mir jetzt zu doof. Du hast ja wirklich schon mal eine legendäre Waffe draus bekommen. Das sieht alles gut aus. Ja, die diese Baby-SMG da. Okay. Die du bei dem oben hier im Bunker kriegen kannst. Na gut. Bah! Ich laufe hier einfach nur und schon taucht irgend so ein Vieh auf. Da erschreckt man sich natürlich. Ja, ich hab's nicht geöffnet. Los geht's! Hui! Hi, Kevin. Zu spät, um eure kleine Königin zu retten, aber immerhin rechtzeitig, um unvorstellbar qualvoll sterben zu dürfen. Geil! Hier ist er, der große
Wir teilen uns doch lieber auf, oder? Jeder eine Seite? Klingt gut. Wir können nicht auf ihn warten. Ich rechts, du links, passt schon. Atomschlag! Der erste ist immer der leichteste. Ich finde den roten davon richtig tot. Geil. Tot, 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 der ist doch tot, komm. Tot! Ich sehe dich. Ja, komm, Gift, hau rein. Aber die Musik gefällt mir, die gerade läuft. Diese epische Musik hier. Level up! So ein bisschen, so wie Fluch der Karibik, ey. Bisschen, ja. Na, Skelette sind ja auch, also passt das. Verdammt, hat das Spaß gemacht. Tot. Jetzt kommt der Schlimmste von allen. Der dämonische Hexer. Oh, das sieht geil aus. Okay. Was haben wir denn? Gut, bin dabei, ich hab nur gerade eine Waffe ausgewechselt, das ist gut. Also mit einem Cup kann man das schon mal machen, ne? Atomschlag! Das gefällt dir, war das gefällt dir, zack. Komm schon, stirb. Das ist ein Feuerresistent. Ich greife gerade mit Slack an. Und ich mit Waldschau. Tot! Jetzt kommt er da hinten. Ach, er lebt noch. Mist. Ja, meine Nase ist tot. Gerade in drin. Tot! Tot! Wir haben gewonnen! Und ratet mal, wer zur Siegesparty kommt! Oh, unser jetzt. Allerliebster unbesiegbarer Ritter! Ach Gott, meine Nase ist sehr offen. Tja, es reicht jetzt, echt. Geschafft. Wir haben gewonnen. Und Roland kam vorbei und war echt happy. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Hör auf! Du weißt, was Jack mit Roland gemacht hat. Ich höre nichts. Sie hat recht, Tina. Also wollt ihr noch ein paar Nebenquests, oder? Du musst dich damit abfinden. Roland ist tot. Ich weiß! Ich weiß. Aber es ist meine Geschichte. Und... Weißt du was? Ist schon gut. Er muss ja nicht weg sein. Nicht solange du es nicht willst. Ja, mach weiter. Ich will wirklich wissen, wie die Geschichte ausgeht. Danke. Als der tödliche Zauber des Hexers auf den ahnungslosen Ritter zuwirbelte, war klar, dass nur ein Wunder ihn retten würde. Aber glücklicherweise... passierte genau das. Ein Wunder. Er ist gekommen. Also, wie fandet ihr den Kampf, Leute? Ich brauche ein bisschen Feedback. Ah, Schaube! Das war auch so einfach gewesen. Ja, war geil. Ah. Oh, sie kommt. Über die Leichen der Unglücksritter steigen. Guck mal, wir haben alle so ein bisschen was durchgebracht. Ich habe hier recht. Denn wer sonst könnte der Welt das Licht zurückbringen? Wer, wenn nicht die schönste, bezauberndste und anmutigste Königin geil. Aller Zeiten? Wollen wir dann ein bisschen mehr Regeln investieren? Ja, füttern wir sie mit Iridium. Gute Idee. Oh, die hat einen geilen Schwanz, ey. Nice Schwanz, Bobo, nice. Warum überrascht mich das nicht? Oh, guck sie dir an, guck sie dir an, guck mal. Ist wunderschön. Also, das klingt sogar der Brücke anzuholen. Wunderschön. Sie braucht Iridium, um ihren Zauber aufzuladen. Oh! Hier ist ein legendärer Granatenmod. Oh, will sie immer, Hier? Ja, wir hatten es drauf geeinigt. Nehme ich jetzt einfach mal. So, danke. Wenn dir, Bruder. Wenn dir. Nur mal kurz. Ist zwar ein bisschen schlechter als meiner, aber... Die Splitter fliegen aber ziemlich weit. Ihrer perfekten Hufe. Ja. Alter! Sie hat das Licht zurückgebracht. Aber legendäre Sachen sind auch geil. In der Tat. Ja, jeder freut sich über legendäre Sachen. Guck mal, das ist der Regenbogen von vorhin. Ende. Und?
Was sagt ihr, Leute? Das war wirklich toll, Tina. Jawohl! Das hat echt Spaß gemacht. Hey Leute, der Spion hat die Zugangscodes zur Hyperion-Mondbasis ausgespuckt. Jemand Bock, eine Raumstation hochzujagen? Oh ja, hab ich! Und so kehrten die Kammerjäger und ihre kleine Psychopathin zurück ins Ödland. Zurück in eine Welt voller Blut und Wahnsinn, die sie für einen allzu kurzen Urlaub verlassen hatten. Wiedersehen. Und in den Tagen, die dann folgten, würden sie sich erinnern. Ihrer gefallenen Freunde, der Abenteuer, die sie erlebt hatten, ob real oder in der Fantasie. Und sie würden wissen, egal wie schlimm es auch kommen mochte, gemeinsam wären sie nie allein. Ich liebe euch alle. Oh, oh, Mann. Und dann sagte Captain, was Dummes und versaute alles. Hast gesehen? Krieg saß hinten rechts an der Klippe. Ich hab's gesehen, ja, Krieg saß da hinten. Geil. Gut, dann springen wir das mal. Füttern wir Prinzessin Arschgaul ein bisschen mit Iridium. Tschüss. Roland! 00 Roland, Alter. Ihr habt den Hexer besiegt und der Welt das Licht zurückgebracht. Kurz, kurzer, du so hart. Will die jetzt sagen, dass ich nicht klein hast, oder was? Scheint so. Hey, ich kann nicht auf dich rausspringen. Ihr habt noch massig Nebenquests zu erledigen. Und ich hab alle Zeit der Welt. Meine Mutter ist guck mal, wie süß sie ist. Guck mal, ja, ich würde zu gerne mal streicheln, ja. Guck mal. Was willst du? Was willst du? Nebenquest hier bei Arschgaul machen. Füttern wir sie. Wer ist ein prächtiges Pony? Ich will, dass ihr sie streichelt. Okay. Wie soll man sie denn streicheln? Mit einem Patsche auf den Pöppels, du Pfosten. Pöppels, also Popo, hier. Ich streichle das prächtige Pony. Würfelt, um zu sehen, ob es ihr gefällt. Es gefällt ihr. Sehr schön, wir kriegen ein Iridium dafür. Du bist ein prächtiges Pony. Doch, das bist du. Pony. Oh, oh, ich glaube, Arschgaul hat Hunger. Womit sollen wir sie füttern? Sie ist eine glamouröse Königin aus Diamanten, liebste Lila Lulilith. Füttert sie mit den edelsten Dingen, die das Leben bietet. Methadon. Zum Beispiel. Okay, hätte sein können. Ja. Arschgaul ist ein Geschenk für euch da. Es duftet nach Regenbogen und Sommertagen. Oh. Grün. Also, wenn wir sie mit Wertsachen füttern, kackt sie Beute aus? Ja. Stehe ich dich da richtig? Na, Logo. Du bist sowas von schräg. Ich füttere sie mal. Oh, jetzt kackt was Legendäres aus. Mordecai. Hey, hab dich lieb. Egal, sie war beinahe dran erstickt, aber hat nichts gedroppt. Grün, oder? Ja, ist grün. Regel braucht Futter. Sie kotzt Regenbögen und Granaten aus. Ist das nicht süß? Hier, erstickt dran. Oh, und nein, ist nichts Legendäres. Nee. Gut, meine Lieben, würde ich mal hoffen, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wirklich? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.